Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans. Endlich wieder richtig live. Ein Tag ist es erst her, dass ich diese Aufnahme mache, wenn ihr seht. Und was seht ihr da oben? Genau, ihr seht's. Ich bin Champ. Champ mit Rathaus 9. Ich kann es selber noch nicht fassen. Ich habe 6 Tage gebraucht. 2 Tage davon Pause. Also hatte ich ein 2-Tage-Schild reingekloppt. Ich zeige euch jetzt den Kampf, wie es wurde. Es war mitten in der Nacht, 4 Uhr morgens. Ich wusste, innerhalb von den nächsten 20 Minuten kommt mein 6-Stunden-Disconnect und mir fehlten noch genau 9 Pokale. Und dann fand ich diesen Gegner. Wie ihr sehen könnt, Rathaus draußen, oben in der Ecke. Ich konnte es in dem ersten Moment nicht fassen. Leider leckt es gerade irgendwie so ein bisschen beim Erster, aber ist egal. Und ja. Ja, hab ja da die Bogentürme gesehen und ich dachte mir schon, dazwischen stehen bestimmt die Tesla, wie auch immer. Erstmal ein Wutzauber hin, einige Ballons, ein paar zu wenige, um auch noch den letzten Bogiturm dazu nehmen. Deswegen habe ich nochmal welche nachgeschickt. Die gehen dann natürlich erstmal auf die Kanonen, machen aber wenigstens die Kanonen kaputt. Rathaus ist alleine durch die Ballons schon kaputt, durch die runterstürzenden, den Fallschaden, der dadurch entstanden ist und bei den Tesla, wie auch immer. Setz dann da oben ein paar Lakaien und merke, ich habe ja jetzt schon 23%. Ich habe noch genug Balloons, noch die Clanburg, 3 Zauber und die Helden. Hole ich mir die restlichen auch noch. Es hatte auch genau gepasst. 14 Pokale hat er mir gebracht, um den Dreh. Und dadurch, dass ich es dann geschafft habe, 2 Sterne zu holen, habe ich genau 9 Pokale geholt und die 9, die ich brauchte. Habe dann da unten Wutzauber hingesetzt. Ballons werden gut beschossen, aber sie schaffen es, die Dings zu zerstören. Die Bogitürme, genau. Setzt dann ein paar Lakaien dahinter, nehmen ein paar Gebäude weg und da hatte ich dann auch schon 33%. 34. Dann setze ich da oben noch ein paar Loons, um den Bogiturm kaputt zu machen. Ich glaube, den oben rechts, den ignoriere ich einfach. Den brauche ich auch nicht für die 50%, weil das Rathaus und die ganzen Teslen, die da oben standen, haben mir auch Prozente gebracht. Und dann war ich bei 44% und zu dem Zeitpunkt, ich habe gesehen, wie viel Lakaien ich noch habe, war klar, ich schaffe es, die 50% zu holen. Und damit 2 Sterne. Und ich hatte es, ich hatte es. Ich habe mich so gefreut. Das glaubt ihr gar nicht. Ihr seht auch oben rechts noch, ich war noch Meister 1. Und mein Gegner war auch Meister 1. Aber ich habe es geschafft. Da seht ihr es. 9 Pokale. Wunderschön. Und dann war es geschafft. Ich war genau auf 3200 Pokale. Und ich war nicht mal aus dem Kampf raus. Da kam auch schon die Meldung, sie waren zu lange online, sie müssen leider gekickt werden. Oder irgendwie sowas, sagen die ja. Und ich hatte dann auch ein paar Pokale verloren. Aber das war mir so egal. Ich habe es geschafft. 3200 Pokale mit Rathaus 9. Und nicht mal Max Rathaus 9. Ich habe die Loons habe ich auf 5, die auf 6 auf Max. Und die Lakaien auf 5. Das ist eigentlich das Wichtigste. Und die beiden Helden auch auf 10. Auf 10 sollten sie sein. Wenn sie noch höher sind, kann es unter Umständen nochmal helfen. Ich glaube, einen Kampf hätte ich gewonnen, wenn die ein bisschen höher gewesen wären. Da ist mir die Zeit davon gelaufen. Und ich glaube, die Queen brauchte noch 2 Hits. Aber passiert. So, da war der Cut jetzt raus. Ich hasse Telefone. Auf jeden Fall bin ich Champ mit Rathaus 9. Nicht Max. Helden brauchst du. Braucht man. Und man muss natürlich die richtigen Gegner suchen. Wenn es Bedarf gibt, kann ich da gerne nochmal ein genaues Tutorial machen, wonach ich die Gegner ausgesucht habe. Wichtig ist, dass die ganzen Bogentürme, vor allem jetzt mit der schnelleren Feuerrate, noch wichtiger, meiner Meinung nach, weit außen stehen, gut erreichbar sind und genug Gebäude außenrum sind, damit man die 50% dann auch erreicht. Weil mehr als 50% erreicht man eigentlich nur, wenn man entweder ein Rathaus 8er findet. Ich glaube, ich habe auf der Schwelle zum Meister ein Rathaus 7er gefunden, den ich komplett zerstört habe. Und auf
3000 Pokalen irgendwo in Rathaus Achter, den habe ich natürlich, da hatte ich nur die halbe Armee, aber es hat gerade so gereicht, um den auch komplett zu zerstören. Das war natürlich, sowas ist, da freut man sich richtig. Ansonsten 2 Sterne eigentlich nur möglich, wenn Rathaus draußen steht und man, wenn die Gegner dann 33 Pokale bringen, bringt das Rathaus 11. Wenn ich sehe, es ist gut möglich, da noch den zweiten zu holen, dann habe ich auch die Armee geopfert, da war mir der Bonus egal. Dann habe ich lieber 22 Pokale für die Armee als einmal 11 und einmal nochmal von mir aus 11 oder aber auch ich verliere. Kann ja auch immer passieren. Ich hatte 3 Fails und einmal 2 hintereinander, also in der hohen Region. So bis Meister hatte ich, glaube ich, 1 Fail oder sowas. Bis Meister habe ich aber auch mit Bogies only bin ich hochgegangen. Also bis Meister 3 wohlgemerkt. Und dann bin ich erst auf Balloonion umgeschwenkt. Meine Armee sah aus 24 Loons, 50 Lakaien und 6 Loons in der Clanburg. Damit bin ich eigentlich immer gut gefahren. Zwischen 3050 und 3200 muss man dann schon mal ab und zu ein bisschen suchen. Also ist nicht so, dass es dann nach ein paar Sekunden schon getan ist. Aber das wäre ja auch zu einfach. Wichtig ist noch, ihr solltet genug Gems haben. Ich habe bestimmt 1000 Stück ausgegeben für die Zauberspruchfabrik. Die ist extrem wichtig. Eure Zauber, also ich habe 3 Zauber eigentlich immer gebraucht. Den 4. konnte ich mir meistens sparen, aber nicht immer. Nur die Zauber, die brauchen sonst 2 Stunden, 45 Minuten. 3 Wut, 1 Blitz. Und diese Zeit, wenn ihr überlegt, nach 6 Stunden ist der Disconnect, habt ihr 2 Angriffe. Wenn man den am Anfang mitzählt, weil davor das Schild war und so, 3. Aber in den 3 Angriffen müsst ihr erstmal die Pokale zusammenkriegen. Deswegen muss die Zauberspruchfabrik immer geboostet sein. Wenn ich mal gemerkt habe, hast nur 1-2 Zauber gebraucht, kam auch mal vor, dann habe ich auch mal die Kaserne geboostet, aber nur die eine. Das reichte dann schon, um ungefähr gleichzeitig fertig zu werden. Und ich würde sagen, hier seht ihr 3237, ich bin dann auch noch ein bisschen hochgegangen. Aber nicht so weit. Und jetzt werde ich mir erstmal die abholen, 250 Gems für Spenden und die 1000 XP. Dann hole ich mir 200 Gems für 150 Sterne im Klartrick. Und dann werde ein Champion. Belohnung einfordern. Und direkt auf Level 99 bauen. Da habe ich direkt mal wieder 5000 Gems. Es wurde auch Zeit. Ich habe relativ viel ausgegeben fürs Boosten. Muss auch sagen, ich habe vorher... ich hatte 150.000 Dunkles oder so. Da habe ich mir dann die Lakaien von 3 auf 5 gejammt. Man merkt den Unterschied. Glaubt es mir, macht es nicht mit Lakaien Level 3. Ihr werdet euch so ärgern, weil mir ist 2x die Zeit davon gelaufen. Das waren dann 100stel Sekunden oder so, aber die fehlte mir dann am Ende, weil du kannst da nicht so in Sekunden den Kampf beenden. Deswegen sind Lakaien Level 5 schon nicht schlecht. Hab auch, glaube ich, in der Zeit jetzt so viel Lakaien gespendet wie noch nie. Ich glaube, da habe ich an einem Tag mehr gespendet als vorher in der ganzen Zeit. Aber ich muss mich auch ganz stark bei meinen Clan-Mitgliedern bedanken, die mich fast durchgehend mit Max Loons versorgt haben. Wir hatten am Anfang nur noch einen anderen, der die Max Loons kannte. Das war schon nervig, aber er hat zum Glück zu der Zeit auch viel gespielt. Und dann kam Gott sei Dank in der Zeit, wo ich dann gespielt habe, quasi an den beiden Tagen, wo ich Pause hatte. Das war schon, da war ich auf Meister 3 oder Meister 2. Kamen dann 2 Leute dazu, die haben auch in der Zeit sind ihre Max Loons fertig geworden und dadurch war ich immer versorgt. Also schönen Dank, ohne euch hätte ich das nicht geschafft. Ich habe gerade nämlich auch einen großen Fehler begangen, habe ein paar Pokale verloren. Ich weiß nicht, was mich geritten hat. Sogar nur 38%. Diesen Gegner hätte ich normalerweise nie angegriffen. Der hat viel zu wenig. Also meiner Meinung nach Gebäude draußen. Aber er hatte dieses volle dunkle Elixierlager und ich dachte, vielleicht kriegst du ja ein bisschen was vom dunklen Elixier noch. Ja, da war dann die Gier so groß. An irgendeiner Stelle habe ich extrem gefailt. War das hier? 4 Loons? Haben sie nicht gereicht und mit... Doch, sie haben gereicht, um den kaputt zu kriegen. Habe ich gar nicht so doll hier bei dem Kampf gefällt? Doch, ich glaube jetzt hier oben. Aus irgendeinem Grund habe ich die Queen da komplett ausgeblendet.
Erstmal hole ich mir jetzt den da oben. Auch viel zu viele Loons. Da hätte ich mir so viel sparen können. Aber ich habe es nicht getan. Dann locke ich die Clanburg. Hexen sind extrem nervig in der Clanburg. Die sind einfach so extrem langsam. So. Blitzen. Eine Hexe überlebt das auch noch. Zwei Lakaien noch. So. Jetzt hole ich mir da. Ich hole ihn mir jetzt auch. Dann kann es daran gelegen haben, die Luftabwehr war zu weit außen. Ich glaube, den hätte ich. Ich hätte ihn auf jeden Fall vorne. Und die Zauberspruchfabrik sitzt hier drin und Sammler viel zu viel drin. Kasernen drin. Ich weiß nicht, was ich da nicht. Warum ich das nicht gesehen habe. Eigentlich weiß ich das. Hatte dann in der Klarenburg auch keine Loons dabei. War spät in der Nacht. Oh, ne? Da ist halt keiner außer mir on gewesen, auch zu der Zeit. Ja, dann habe ich die Helden geschickt. Da war die Zeit dann aber auch schon vorbei. Ich bezweifle, dass ich es noch geschafft hätte. Aber vielleicht hätte ich mir dann noch ein bisschen was vom Dunklen geholt und so. Hat sich auf jeden Fall nicht gelohnt. Beim nächsten Mal weiß ich wieder besser. Also wenn Bedarf besteht, nochmal genaue Gegnersuche zu machen, kann ich euch das gerne zeigen. Können wir mal gucken, habe ich hier noch der Fail? Ne, ansonsten. Hier stand ein Rathaus draußen. Hab hier immer mal wieder, ich achte im Moment aber auch, ich habe vorher immer mal darauf geguckt, dass ich wenigstens irgendwie 7 Pokale bekomme für einen Stern. War mir egal, ich will ja jetzt nur noch den Bonus. Aber ich werde auch nicht mehr lange hier oben bleiben. Ganz ehrlich, ich hatte zwar jetzt letzten 3 Verteidigungen, waren gut. Okay, er hat mich 11 Pokale hier gekostet, aber das war okay. 2x 1 Pokal, aber davor, guckt euch an, was der mir geklaut hat. Hier auch wieder. Also, der eine in der Mitte, der geht noch. Der war lustig sogar, war der das? Ich glaube ja, schade, dass ich die Wiederholung nicht mehr zeigen kann. Da hatte ich aus Versehen noch Max Loons in der Clanburg. Zur Verteidigung, wohlgemerkt. Und, oder war das hier? Ach, guck mal eben rein. Ja, los. Zeig dich. Zeig, was ihr mitbringt. Nee, das war nicht hier. Okay. Also, da hatte ich Max Loons in der Clanburg und seine Helden wurden einfach so stark gerackt. 5 Max Loons. Oder 6. Ne, ich glaube, es waren zu dem Zeitpunkt nur 5. Haben Helden Level 30 und 25. Bam. Weg. Die machen so einen Damage einfach, die Loons, wenn die in der Verteidigung sind, aber sind halt trotzdem eigentlich viel zu langsam. Aber da, in dem Moment, war es gut. Hat mich zwar nicht davor gerettet, 2 Sterne zu kassieren, aber ich fand es einfach extrem lustig, seine Helden dafür gekillt zu haben. Und ja, ansonsten im Dorf hat sich seit dem letzten Mal nicht so viel verdient. Ich habe einen Weihnachtsbaum. Yay. Ihr seht das Weihnachtsupdate. Also ich finde das Weihnachtsupdate gut. Das mit den Mauern interessiert mich nicht mehr. Ich bin eh hoch genug mit den Mauern. Hier, alle Level 9 und ich glaube 18 sind es auf Level 10. Aber ansonsten Sammler, Minen, ja, kann ich schaden. Wenn dann irgendwann die Leute mit 12er Sammler und Minen AFK sind, das wird lustig. Dann gibt's richtig fetten Loot. Update hier gerade auch schon 2 Minen und einen Sammler. Das liegt aber einfach daran, dass ich da oben nicht die Ressourcen zusammenbekommen habe, das abzugraden, was ich wollte. Das wird sich aber dann demnächst auch wieder ändern. Dann kommt wieder das. Die gute alte Dev erstmal. Sammler und Minen sind zwar schön, aber muss nicht so unbedingt sein. Und ich würde sagen, das soll es für heute gewesen sein. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt es mir in die Kommentare. Wenn ihr besucht werden wollt, schreibt es mir auch in die Kommentare. Und wenn genug Leute zusammen sind, mache ich eine Besuchsfolge. Und bis dahin, oder Bewertungsfolge, bis dahin würde ich sagen, ciao, ciao.